Ich darf Ihnen die beiden Herren neben mir vorstellen, der Professor Konrad Paul Lissmann, Philosoph, Buchautor, Professor, den brauche ich glaube ich nicht weiter vorzustellen, und neben mir steht der Michael Raberger. Er ist der Geschäftsführer von RICO in Österreich und hat etwas sehr Ungewöhnliches getan für einen Geschäftsführer eines Technologieunternehmens. Er hat nämlich eine Studie in Auftrag gegeben, wie geht es denn den Menschen beim Einsatz von Technologie? Und zwar nicht, wie geht es den Unternehmen, was finden die jetzt großartig oder nicht so großartig, sondern tatsächlich, wie geht es den Anwendern? Und ich würde sagen, es wäre ein guter Start, wenn Sie uns ein paar Insights aus dieser Studie geben. Was haben Sie denn da herausgefunden? Vielen Dank für die Einladung und das Interesse an diesem heißen Tag, an diesem heißen Platz, obwohl Schlossgarten. Wie gesagt, mein Name ist Michael Raberger, Geschäftsführer der RICO in Österreich und auch für Ungarn zuständig. Einige Parallelen zum derzeitigen Fußball-Event. Ja, vielleicht kurz zum Konzern, dass Sie verstehen, warum wir das tun. Wir sind Tochter eines japanischen Unternehmens, weltweit aufgestellt mit mehr als 140.000 Mitarbeitern. Und unser Thema ist das Drucken im Büro. Um es zu simplifizieren. Was bedeutet, wir stellen jeden Tag Maschinen in Büros, haben derzeit in Österreich ca. 60.000 von diesen. Und was uns brennend beschäftigt ist, was löst denn Technologie im Arbeitsleben aus? Warum uns das beschäftigt ist, weil wir seit mittlerweile 3 Jahren merken, dass das, was wir tun, nämlich dem Menschen Technologie zur Verfügung zu stellen, um Informationen zu vervielfältigen, sich verändert. Es wird nämlich immer weniger vervielfältigt. Das bedeutet, Arbeitsstil ändert sich massiv. Und wir wollten wissen, warum ist denn das so? Wir haben in diesem Kontext ca. 1000 Österreicher und Österreicherinnen befragt, die sich im Arbeitsleben befinden, von 16 bis plus 60, und haben sie um Feedback gefragt zum Thema Freude und Leid des Österreichers und der Österreicherin mit Technologie am Arbeitsplatz. Ich gebe Ihnen jetzt kurz einen Einblick in die wichtigsten Findings, und vielleicht das Wichtigste und Spannendste war für mich, dass quer über alle Generationen hinweg der durchschnittliche Österreicher, Österreicherin an Technologie äußerst interessiert ist. Das heißt, mehr als 70% sagen, sie arbeiten sehr gern mit Technologie, sie sind technologieinteressiert, und 88% der Befragten wünschen sich sogar mehr Technologie im täglichen Arbeitsleben. Gleichzeitig gibt es auch ein sehr ambivalentes Verhältnis der Österreicher zum Thema Technologie, weil rund 65% sagen, dass Technologie gleichzeitig Angst um ihren Arbeitsplatz macht, und weitere 57% sagen, dass, obwohl sie sich Technologie wünschen, der Druck, seitdem sie Technologie verwenden, im täglichen Arbeiten immens gestiegen ist. Also ein sehr ambivalentes Verhältnis, jeder will es, aber damit entstehen gleichzeitig auch wesentliche Ängste. Mehr als die Hälfte der Befragten sagen auch, dass Technologie zwar die Arbeit erleichtert, aber dass sie gleichzeitig auch viel Zeit kostet, weil Technologie nicht immer funktioniert. Jetzt bleibt natürlich die Interpretation, warum funktioniert sie nicht, weil der Mensch nicht immer in der Lage ist, Technologie richtig zu bedienen, oder weil wir als Technologiebereitsteller den Menschen nicht befähigen, sie richtig zu bedienen. Und vielleicht jetzt zum allerwesentlichsten Punkt: Bei all dieser Technologie in österreichischen Unternehmen wünscht sich der Mensch im Aneignen technologischer Kompetenz menschliche Begleitung. Das heißt, er will keine Bedienungsanleitungen, er will keine Hotlines, er will nicht im Internet surfen, sondern der Mensch will Menschen, um ihm zu erklären, wie er mit Technologie umgeht. Eigentlich in Zeiten wie diesen eine sehr außerordentliche Erkenntnis, die wir alle wissen und teilen, aber die aus der Studie ganz klar hervorgegangen ist. Und das Letzte, was mich an der Studie bewegt hat, war eigentlich das Ergebnis, dass ich mir dachte, Technologie schafft Mobilität in der Arbeitswelt. Das heißt, in dem Moment, wo Menschen mit Tablets und Smartphones und Laptops ausgestattet sind, verschwinden so die Grenzen des klassischen Büros, und jeder ist nur mehr mobil und flexibel unterwegs, arbeitet zu jeder Zeit von überall, weil er Technologie, Informationen an jeder Stelle, an jedem Ort, in jeder Form verfügbar macht. Tatsache ist, in Österreich ist das derzeit nicht so. 79% der Befragten arbeiten jeden Tag an einem stationären Arbeitsplatz und wünschen sich das gar nicht anders. Das heißt, einerseits Technologie als Chance, aber andererseits derzeit noch relativ wenig genutzt, und wenn es genutzt wird, dann wird Technologie als Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten, gesehen. Und nicht zu Hause in between, das heißt irgendwo und vielleicht im Office, sondern mobiles Arbeiten bedeutet heutzutage für viele, wenn, Homeoffice.
Und da sagen auch viele, das wollen sie eigentlich gar nicht. Also viele, viele Erkenntnisse, aber diese fünf würden, wie ich meine, die wesentlichen sein, die mich wirklich überrascht haben. Herr Professor, wir reden uns da eigentlich schon den ganzen Vormittag den Mund fusselig von wegen Digitalisierung und Industrie 4.0 und wie können wir Dinge mehr in die digitale Welt bringen auf der einen Seite, und auf der anderen Seite stellen wir fest, ja, die Leute hätten gern menschliche Berater, fühlen sich zuweilen überfordert. Warum tut sich der Mensch das eigentlich an? Also ich finde es ein wunderbares Beispiel, Ihre Untersuchung und Ihre Frage, für das, was man sozusagen die Doppeldeutigkeit oder die Ambivalenz von technologischen Prozessen nennen könnte. Das ist aber prinzipiell nicht wirklich was Neues, ja, sondern seit es Technik gibt, und die gibt es schon ziemlich lang, ist ja nicht so, dass Technik erst mit Industrie 1.0, also mit der Erfindung der Dampfmaschine beginnt, sondern der Mensch kann überhaupt nur überleben, wenn er Technologien entwickelt. Das heißt also, künstliche Formen der Naturbeherrschung, nichts anderes ist ja Technik. Und die erste Kultur, die etwa imstande war, Feuer zu gebrauchen, hat tatsächlich eine ganz entscheidende Technologie entwickelt, die wahrscheinlich wichtiger war für unsere Perspektiven als die Digitalisierung. Oder denken Sie an die Erfindung des Rades, ja, eine der ganz wesentlichen Technologien, die überhaupt erst unsere Mobilitätskonzepte, an denen wir heute noch hängen, möglich gemacht hat. Also sozusagen, das Rad hat es möglich gemacht, plötzlich schneller zu sein als mit den eigenen Beinen. Ja. Und Technik bedeutet ja immer, entweder die eigenen Fähigkeiten, die man aufgrund seiner Konstitution hat, zu verbessern, zu beschleunigen, effizienter zu gestalten, oder das, was man selber nur noch sehr unzulänglich machen kann, dann in einem moderneren Sinne an Maschinen zu delegieren. Und jetzt fängt diese Ambivalenz an. Was heißt es, an Maschinen zu delegieren? Auf der einen Seite ist es immer wahnsinnig positiv, denn das bedeutet, ich brauche es nicht mehr tun oder ich muss jetzt nur noch wenig dazu tun. Ja? Oder es müssen viel weniger Menschen etwas dazu beitragen, damit etwas getan wird. Sie wissen, weil ja am Nachmittag über Automobilindustrie noch gesprochen werden wird, um einen VW-Käfer in den 50er Jahren zu bauen, mussten, weiß nicht, 5000 Menschen einen Monat arbeiten. Ja? Heute arbeiten 3 Menschen, um dasselbe Auto zu bauen, 3 Tage. Alles andere erledigen Maschinen. Das heißt also, das ist was Wunderbares. Wir delegieren an die Maschinen. Und auf der anderen Seite stellt sich dann aber natürlich immer wieder die Frage, sozusagen, wie sehr muss ich, damit das gelingen kann, damit das geschehen kann, ich mich selber der Konkurrenz mit den Maschinen aussetzen. Daraus entsteht sozusagen auch diese Angst, jetzt nicht nur die Angst um den Arbeitsplatz, die natürlich ganz real ist. Wir haben heute auch schon gehört, dass es Studien gibt, die damit rechnen, bis zu knapp 50% der Arbeitsplätze werden in den nächsten 10, 20 Jahren verloren gehen oder sich dramatisch ändern. Das ist natürlich keine sehr beruhigende Prognose, aber es gibt natürlich auch die unmittelbare Konkurrenz zu den Maschinen. Die Maschine kann das jetzt besser, kann das schneller als ich. Wie weit will ich mich sozusagen dem noch aussetzen? Und da kommen wir zu unserem Thema, das Quantified Self. Wie weit muss ich mich jetzt selber gleichsam wie eine Maschine reprogrammieren, optimieren, um in diesem Wettkampf noch mithalten zu können? Ich halte das grundsätzlich für eine problematische und ziemlich aussichtslose Fragestellung, denn wir sind im Bauen von Maschinen, im Bauen von Automaten, im Programmieren von Algorithmen mittlerweile so gut, dass wir nicht mithalten können. Es gibt ein dramatisches Beispiel für dieses Mensch-Technik-Verhältnis, an das sich einige noch erinnern werden können. Es ist jetzt mittlerweile schon über 15 Jahre her, dass es zum ersten Mal gelungen ist, einem Computer, Deep Blue mit Namen, den regierenden Schachweltmeister zu schlagen. Da haben alle gesagt, das ist eine Katastrophe. Ja? Für die menschliche Intelligenz eine Katastrophe. Eines der komplexesten Spiele, das der Mensch ersonnen hat, wir haben heute schon ein Schachbrett kombiniert mit einem Fußballfeld gesehen, eines der komplexesten Spiele wird jetzt von einer Maschine besser beherrscht. Der Schachweltmeister Garry Kasparov, der das über sich ergehen lassen musste, hat den legendären Satz gesagt, es ist eine Schande für die Menschheit, eine Schande für die Menschheit. Heute, sind wir ehrlich, kratzt das niemanden mehr. Und das Interessante ist, dass jetzt jeder kleine
Smartphone, jede kleine Schach-App auf dem Smartphone natürlich besser Schach spielt als die Großmeister und als die Weltmeister, berührt uns eigentlich nicht. Wir spielen auch nicht ernsthaft gegen Maschinen, denn wir können diese Spiele nicht mehr gewinnen. Aber es hat niemanden diese Tatsache, die Lust am Schachspielen genommen. Das heißt, wir verwenden das natürlich als Trainingsmöglichkeit, um unsere sozusagen spielerischen Möglichkeiten zu erweitern. Aber der eigentliche Spaß besteht doch darin, mit Menschen Schach zu spielen, gegen Menschen Schach zu spielen, mit Freunden Schach zu spielen, im Schachclub Schach zu spielen. Ja? Das heißt also, um jetzt auf dieses Thema zurückzukommen, was die Ausgangsfrage war, für mich ist völlig klar, dass Menschen eigentlich Maschinen benutzen wollen, aber sie wollen das, was ihnen wirklich wichtig ist. Und Kommunikation von Face to Face, das macht das menschliche Leben aus. Ja? Warum sollen wir uns das durch Maschinen abnehmen lassen oder ersetzen lassen? Das heißt, wenn ich als Mensch ein Problem habe, rede ich gern mit Menschen darüber. Wenn ich als Mensch ein Problem habe, eine Maschine zu bedienen, dann will ich nicht von einer Maschine angeleitet werden, sondern mit Menschen darüber reden. Also für mich ist das völlig klar, dass gerade dann, wenn es sozusagen Fragen gibt, wie man eine Maschine bedient, wie man mit einem Programm zurechtkommt, das Bedürfnis sehr, sehr groß ist, zurückzugehen auf unmittelbare menschliche Kommunikation, sei es auch Kommunikation über eine Telefonleitung. Und ich verstehe es, jeder weiß das, weil er immer schon in der Situation war, wenn man ein Problem hat, möchte man gerne eine Hotline anrufen. Und wenn man bei dieser Hotline nicht und nicht durchkommt, ja, 27 Nummern wählen muss, 30 Mal auf 1, 2, 3 oder 4 drücken muss und dann auf eine neue Nummer verwiesen wird und dann das Tonband kommt, sie erreichen uns außerhalb unserer Dienstzeit, dann ist man ziemlich frustriert auf das Unternehmen, auf das Produkt, auf die Art und Weise, wie die Kundenbetreuung machen und das Unternehmen hat damit schon einen Kunden verloren. Das heißt also, das klingt vielleicht so, als wäre es eine zu teure Investition in der Art und Weise in menschliche Kommunikationsmöglichkeiten zu investieren. Ich glaube aber, und Ihre Studie bestätigt ja das, weil das gerade so ein urtümliches Bedürfnis des Menschen ist, ist es eine lohnende Investition. Der langen Rede, kurzer Sinn, man kann ziemlich viel digitalisieren. Nur das menschliche Leben als menschliches Leben kann man nicht digitalisieren. Die wichtigsten Dinge, die unser Leben ausmachen, lassen sich nicht digitalisieren. Deshalb halte ich Digitalisierung zwar für einen weiteren, vielleicht auch dramatischen Schritt im Hinblick auf die Automatisierung und Maschinisierung von bestimmten Prozessen bis hin auch zu intelligenten Tätigkeiten und Kommunikationsprozessen. Die stellen uns schon, diese Entwicklungen stellen uns schon vor Herausforderungen. Und wir müssen uns gut überlegen, was wir delegieren wollen und was wir nicht delegieren wollen. Ja? Aber wer würde sich denn wirklich gerne den Spaß am Leben nehmen lassen und eine Maschine delegieren? Ja? Ich habe keine Freude, wenn ich ein Computerprogramm sehe, das Freude hat. Es ist der Begriff schon gefallen, ist Quantified Self. Woher kommt denn dieser Drang der Menschen, aber dennoch sich selbst permanent zu vermessen? Ich glaube, es gibt da ein sehr prominentes österreichisches Beispiel, das ist Runtastic. Früher sind die Leute zu zweit oder zu dritt laufen gegangen, jetzt ist es wichtig, dass man auf Facebook sein Laufergebnis postet und ganz genau registriert, wie war der Trainingsverlauf, wohin hat man sich entwickelt? Menschen, die fern sind vom Leistungssport, woher kommt dieser Drang? Natürlich ist auch dieser Drang älter, als man glaubt. Ja, wir haben jetzt nur sozusagen eine technisch praktikable und sozusagen unglaublich umfassend einsetzbare Möglichkeit gegeben. Ja. Aber diese These, dass man messen soll, was man messen kann und was man nicht messen kann, messbar machen soll, ja, diese These stammt aus dem 16. Jahrhundert. Das war das Programm, mit dem Galileo Galilei sozusagen die Mathematisierung der Naturwissenschaften vorangetrieben hat und damit die Grundlage, auch die geistige Grundlage für die ganz modernen Entwicklungen gelegt hat. Das heißt, wir sind jetzt als Individuen, so könnte man sagen, wenn wir eben Runtastic und Ähnliches verwenden, sind wir als Individuen genau dort angelangt, wo der große Galilei vor 400 Jahren schon war. So viel zur Idee des Fortschritts durch Digitalisierung. Ja, es ist eigentlich im Grunde sind das Nachziehverfahren, die wir hier an den Tag legen.
Das ist das eine. Das andere ist, daraus resultiert natürlich auch die Faszination von Messungen. Ja? Weil Messungen etwas suggerieren können, was ja auch Galilei fasziniert hat. Ja? Messungen suggerieren einerseits Objektivität, dann habt ihr eine Zahl. Ja? Ist ja natürlich klar, jeder kann laufen und jeder merkt, jetzt fängt an zu schwitzen, der Atem geht schwer, die 3% Steigung scheint unüberwindlich und man gibt auf. Aber wenn man jetzt auf seine Uhr schaut, die alles misst, ja, und die sagt, nur die Herzfrequenz ist erst bei 125, ja, also was soll das, weiter geht's. Nicht? Also Sie merken, das ist objektiv, das subjektive Gefühl kann natürlich täuschen. Ne? Deshalb sozusagen dieses Vertrauen in die Daten, das Vertrauen in die Zahlen, das Vertrauen in die Messung, hoffentlich hat der nicht falsch gemessen, kann man nur sagen, dann ist der Herzinfarkt am Ende. Und das Zweite ist natürlich sozusagen diese Idee, durch diese Messungen Kontrolle über sich zu bekommen und sich verbessern zu können, sich optimieren zu können. Und da sehe ich ein bisschen das Problematische daran, denn wir beginnen uns jetzt tatsächlich so zu betrachten, als wären wir optimierbare, sozusagen technische Systeme. Ja? Anstatt, das ist ein Grundproblem der Philosophie übrigens, schon Aristoteles hat darüber nachgedacht, also da haben wir jetzt ein Nachziehverfahren von 2500 Jahren, ein Grundproblem, das in der Philosophie mathematisiert wird, ja, das Verhältnis Mensch-Technik. Geht es jetzt darum, eine Technik zu entwickeln, die unseren Bedürfnissen entspricht, also die sozusagen unsere humanen Möglichkeiten verstärkt, ausdehnt, erweitert, oder geht es darum, eine Technik zu entwickeln, der wir uns unterwerfen müssen? Ja? Das heißt also, wenn ich jetzt anfange, mich wie ein technisches System zu betrachten, das optimierbar ist, verbesserbar ist, wo die Teile austauschbar sind, das kennen wir ja alle, bis zu einem gewissen Grad ist das natürlich auch etwas Wunderbares. Ja? Das Hüftgelenk ist porös geworden, ich tausche es aus. Ja? Das Kniescheibe ist zertrümmert, ich tausche aus gegen eine künstliche. Ja? Das Herz funktioniert nicht mehr, zuerst Herzschrittmacher, dann ein neues Herz. Jetzt noch von einem anderen Menschen, vielleicht auch von einem Schwein. Sie wissen, Schweineherzen wären an sich transplantierbar. Viele Menschen haben emotionale Widerstände dagegen, weiß ich nicht warum. Aber bald werden wir ja sozusagen künstliche Herzen haben, tauschen wir aus. Ja? Und dann fragt sich natürlich, das ist schon auch philosophisch interessant, wer sind wir dann eigentlich? Was ist dieses Self? Ja? Das kann sich jetzt quantifizieren, das kann sich messen, das kann sich optimieren, das kann sich sozusagen Element für Element austauschen. Und wer sozusagen hat noch die Kontrolle über dieses Selbst? Wer bin ich dann? Ja, wenn sozusagen alles an mir irgendwann einmal nicht mehr das war, was es ursprünglich war. Die Knochen sind künstlich, das Herz kommt von dem anderen, die Hornhaut ist transplantiert, das Hirn ist nicht mehr mein Hirn, sondern es ist verstärkt durch 3 Chips. Das Auge sieht nicht das, was mein Auge sieht, sondern was Google Glass es mir vorschreibt zu sehen. Wer bin ich dann? Ja? Finde ich eine interessante Frage, ohne jetzt zu sagen, dass das schlimm ist. Ja? Aber es ändert sich etwas. Und es gehört, glaube ich, auch in dieses, zu dem Ergebnis Ihrer Untersuchung. Ja? Wie sehr sind Menschen bereit, dem zu folgen? Und wann beginnen sie, ohne jetzt so wie die Philosophen das vielleicht tun, darüber zu reflektieren, wann beginnen sie so emotionale Widerstände zu entwickeln? Ich habe mir gewundert, dass heute, wo auch aufgezählt wurde, sozusagen die Missgriffe von Google, was dann Experiment genannt wird, ich bin überhaupt dafür, immer wenn man scheitert, das ganze Experiment zu nennen. Es kommt halt so sehr darauf an, den richtigen Begriff zu haben, aber einer der für mich interessantesten Missgriffe von Google, die halt noch nicht wirklich funktioniert haben, ist halt genau diese Google Glasses, das heißt die Google-Brille. Ja? Und meine These ist, das ging den Menschen einfach zu nah. Das ist zu nah. Ja? Also ich schaue schon gerne auf mein iPhone, wenn ich recherchieren will. Ja? Aber dass das sozusagen Google, ohne dass ich jetzt dazu was tun kann, ich verliere die Souveränität über das Ding, ja? Mir dann Dinge einblendet, die ich vielleicht gar nicht sehen will oder gar nicht wissen will in dem Moment, das geht zu nah. Also da muss man sich sehr genau überlegen, was man Menschen unter bestimmten Bedingungen zumuten kann, was Menschen tatsächlich wollen. Und das nächste Experiment, was wir durchführen, momentan gerade, ich weiß jetzt nicht, wer in dieser Branche auch vielleicht als Produzent oder Distributor tätig ist, ist eine Virtual Reality, also diese VR-Brillen, die natürlich auch das Potenzial haben, ganze Weltverhältnisse zu verändern. Ja, also es ist heute auch schon das Beispiel von Booking.com gekommen, die Reisewelt verändert hat. Ja. Reisebüros gehen ein, Menschen buchen über Booking.com. Ja, Booking.com selbst hat gar keine Hotels. Mit Virtual Reality wäre es ja möglich, gar keine Reise mehr zu unternehmen.
Ich kann mich dreidimensional durch Venedig bewegen. Ich kann in ein Museum gehen, ich kann vor dem Bild stehen, ich kann mich mit anderen Besuchern des Museums unterhalten und alles in meinem Wohnzimmer. Ja? Warum soll ich dort noch hinfahren? Das ist teuer, es ist schmutzig, es ist laut, die Luft ist schlecht, die Verkehrsverbindungen funktionieren nicht, Terroranschläge drohen überall, bleibe ich zu Hause und spaziere virtuell durch die Welt. Das heißt also, auch hier hätten wir womöglich ein Potenzial, wo ich nicht weiß, wie Menschen darauf reagieren werden oder ob, was ehrlich gesagt meine These wäre, ob dann letztlich nach einer ersten Euphorie sozusagen die Lust an der Wirklichkeit, an der analogen Wirklichkeit immer stärker sein wird als die digitale Simulation. Aber das ist nur eine These. Bei den Reisebüros, glaube ich, ist die Entwicklung mittlerweile schon weiter, weil die Reisebürobranche, die verzeichnet jetzt wieder Wachstumsraten, weil es offenbar Menschen gibt, die mögen das, sie gehen wohin, wo sie einen Menschen treffen, dem sie vertrauen, er wird ihnen eine Reise organisieren. Aber Herr Rabberger, Sie waren so offen zu mir im Vorfeld dieses Gesprächs und haben gesagt, wir waren bei Rico immer so wahnsinnig stolz darauf, wie wir Support geben auf unsere Assistenzsysteme und auf unsere Hotlines und so. Und jetzt sind wir drauf gekommen, eigentlich so richtig wollen tun das jetzt die Menschen doch nicht so in der Form, wie wir das bisher geliefert haben. Was sind denn Ihre Konsequenzen daraus? Bevor ich die Frage beantworte, ich möchte ein bisschen referenzieren darauf, zum Thema Quantified Self und warum. Vielleicht ein bisschen wieder in die betriebswirtschaftliche Praxis abgeleitet. Ich glaube, es geht sehr darum, als Unternehmer oder in Unternehmen auch für einen persönlich, dieses Ursache-Wirkungsprinzip in einem Veränderungsprozess möglichst kurzläufig transparent zu machen. Das heißt, man setzt sich ein Ziel und man will natürlich durch tägliche Verhaltensveränderung und die messbar feststellen, wie schnell nähere ich mich einem Ziel, ja oder nein. Und da hilft mir Rantastic als Privater und da helfen mir viele andere Apps, vielleicht im beruflichen Kontext. Und um darauf zu referenzieren, wann geht es mir auf die Nerven? Spätestens dann, wenn Rantastic mich am nächsten Tag in der Früh auffordert, du fauler Hund, geh wieder laufen. Genau dann, nämlich lösche ich Rantastic von meinem Handy. Entschuldige, dass wir diesen Namen so oft verwenden, aber Sie haben Rantastic in den Mund genommen, weil dann tritt es mir zu nahe. Dass morgen in der Zeitung steht, Rico löscht Rantastic. Ja, genau. Und dann geht meine persönliche Integrität verloren und ich glaube, die geht immer dann verloren, wenn man den Ausschaltknopf eben nicht mehr kennt. Vielleicht jetzt auf die Frage zurückzukommen mit den Hotlines. Ja, wir sind extrem stolz nach wie vor auf diese Hotline und wir waren auch extrem stolz auf die ganzen, auf unsere Benutzerhandbücher und wir waren auch sehr stolz auf unseren Internetauftritt und die Art und Weise, wie man da technisch supportet wird. Und diese 1000 Österreicher haben uns gesagt, das interessiert uns alles überhaupt nicht. Uns will nicht im Internet geholfen werden. Wir wollen keine Hotlines und wir wollen schon gar keine Benutzerhandbücher, weil wir die zu zwei Dritteln gar nicht verstehen. Ich verstehe sie auch nicht. Und das bedeutet, die Lösung oder ein Lösungsansatz zu diesem Thema ist wieder quasi die Vermenschlichung dieses technologischen Transformationsprozesses und überhaupt dafür zu sorgen, dass es an dieser Schnittstelle zwischen Menschen und Technologie nicht permanent zu Problemen kommt. Das bedeutet, den Menschen individuell darauf vorzubereiten, was Technologie in seinem Arbeitsalltag an Nutzen stiften kann. Wieder ein sehr simples Beispiel. Ich muss wieder auf dieses Druckthema zurück, das eigentlich niemanden interessiert, aber doch jeder braucht und jeder als notwendiges Übel sieht. Das ist jetzt eher eine rhetorische Frage. Wie viele Funktionen, glauben Sie, hat das, was Sie herkömmlich als Kopierer bezeichnen würden, wie viele Funktionen hat sowas? Sie würden es wahrscheinlich kaum erraten, es sind 870. 870. Wie viel, glauben Sie, nutzt der durchschnittliche Österreicher? 4, 3, 7, was immer. Die Frage, die sich tatsächlich stellt, ist, wenn wir als Technologieunternehmen in der Lage wären, die Nutzer dazu zu befähigen, nicht 1, 2, 3, sondern 10 bis 15 zu nutzen und die sind abgestimmt auf seinen täglichen Arbeitsbedarf, nämlich die Arbeitsszenarien, die er jeden Tag durchführt, würde er mich dann überhaupt noch an der Hotline anrufen, die er eh nicht will, oder im Internet nachschauen müssen? Übrigens tut er das nicht, sondern er fragt seinen Arbeitskollegen, du, wie geht denn das? Er will nicht einmal seine interne IT fragen, weil die sprechen eine Sprache, die er schon gar nicht versteht und die geben ihm jedes Mal das Gefühl, dass wenn er anruft, dass er eigentlich ein Trottel ist, weil er das simple Ding mit den nur 870 Funktionen nicht versteht. Also ich glaube, die Lösung ist, von Mensch zu Mensch Arbeitsszenarien zu beleuchten, wie einen Stundenplan sagen, was machst du den ganzen Tag, wie machst du es und wie kann dich Technologie dabei unterstützen und dann bekommt das Ganze einen Sinn und nicht so ein reaktives Troubleshooting, weil jeder überfordert ist mit der Vielzahl an Technologie. Okay. Meine Damen und Herren, Sie sind jederzeit herzlich eingeladen, sich einzubringen. Geben Sie mir ein Zeichen, ich reiche Ihnen das Mikrofon, bitte.
Also meine Frage ist von der Studie her, wie ist die Altersstruktur? Weil nach meiner persönlichen Wahrnehmung, ich habe also 4 Kinder, die allerdings auch schon jenseits der 30 sind. Aber da ist also quasi intuitives Lernen angesagt. Also in der Büroerfahrung habe ich ähnliche wie Sie, aber ich denke, dass das eine Generationenfrage ist. Ja, das ist meine Hauptfrage. Dankeschön. Ich hätte das genauso gesehen wie Sie. Allerdings waren die Befragten gleichmäßig verteilt über die Altersgruppe von 16 bis 60. Und es war ein Unterschied von 3% in der Technologieaffinität. Das heißt, die 16- bis 29-Jährigen war eine Zustimmungsrate von ca. 72% und in 60 plus, also 50 bis 60 plus, war eine Zustimmungsrate von 67%. Also nahezu keinen Unterschied in der Generationenwahrnehmung in Bezug auf Technologieaffinität. Ja, jetzt eine Frage auch dazu. Also jetzt aus meiner sehr sporadisch und subjektiven Erfahrung kann ich das bestätigen. Ja. Denn als Universitätsprofessor habe ich ja ständig nur mit jungen Leuten zu tun, ja, die, wenn sie nicht Langzeitstudenten sind, unter 30 sind. Ja. Also tatsächlich zu diesen Digital Natives gehören sollten, von denen wir schwärmen und auf die wir setzen. Ja. Und würde auch sagen, machen Sie sich keine falschen Hoffnungen. Ja. Das intuitive Lernen funktioniert zwar bei Apps und bei Programmen und bei Endgeräten, die dieses intuitive Lernen auch erlauben. Aber was lernen die dort intuitiv? Ja? Das sind zum Teil relativ einfache Dinge, die man tatsächlich jederzeit sozusagen erwerben kann und beherrschen kann. YouTube-Videos schauen, Musik downloaden, auf WhatsApp zu kommunizieren und meistens hat sich's dann damit. Wenn es um komplexere Fragestellungen geht, die man auch auf die Art und Weise lernend sich aneignen könnte oder wenn es gar um den Umgang mit Geräten geht, die eben tatsächlich so multifunktional sind, das trifft ja jetzt nicht nur Drucker, sondern es trifft sozusagen jede komplexere Software, jede Anwendung, dann ist es sehr schnell zu Ende, sozusagen auch mit der Kompetenz von den jungen Menschen. Und da sollte man sich schon fragen, ja, das ist sozusagen eine Frage an die Ingenieure, an die Techniker, an die Programmierer. Ich verstehe das schon aus der Innenperspektive, aus der inneren Logik von Technik. Ja. Man ist ganz stolz, was so ein Ding oder was so ein Programm alles kann. Ja. Wir haben sozusagen diese Programme, also ich bin ja selber, ich weiß nicht, nachdem in Rico die Rede war und von Runtastic, man kann also auch Firmennamen nennen. Also, seit ich denken kann, benutze ich dieses Schreibprogramm von Microsoft, der Microsoft Word. Das natürlich am Anfang meinen Bedürfnissen wunderbar entsprochen hat. Ich konnte darauf schreiben und ich konnte als Wissenschaftler, ist das für mich das Allerwichtigste, ich konnte Fußnoten automatisch setzen. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt 35 Jahre später sind für mich diese zwei Funktionen noch immer die wichtigsten. Ja, aber die jetzige Version von Word oder Office, die ich verwende, würde es mir erlauben, ja, mit Word, ich weiß nicht, was alles zu machen, nur diese eine Funktion, wie setze ich Fußnoten, finde ich nicht mehr. Ja, oder nur nach langem Grübeln und nach langem Ausprobieren. Da frage ich mich, ist das notwendig? Ja, und da habe ich schon so das Gefühl, dass eine bestimmte Form von Technikverliebtheit dazu führt, dass man tatsächlich die Bedürfnisse unterschiedlicher Kunden, ja, und man kann ja keine große Kunst sein, verschiedene Programmversionen zu machen. Ja, jemand, der nur schreiben will, hat andere Bedürfnisse als jemand, der layouten muss. Ja. Ich darf gar nicht layouten, weil ich als Autor sozusagen nicht formatierte Manuskripte abgeben muss. Ja. Also ich kriege das alles zurück, wenn ich versuche, was ja voll absurd wäre, jetzt Schriften zu setzen, Kursivierungen einzuführen, Unterstreichungen, Spiegelschrift, Rahmungen, was alles möglich ist. Ja. Darf ich nicht, brauche ich nicht. Ja. Das heißt also, hier wäre auch übrigens schon eine Marktlücke für intelligente junge Start-ups, mal kundenorientiert zu programmieren und kundenorientierte technologische Anwendungen zu entwickeln und nicht uns mit monströsen Gadgets zu versorgen, die dann auch einen Effekt haben.
Auch so ein Widerspruch, der glaube ich auch in Ihrer Studie zum Ausdruck kam. Auf der einen Seite ist es völlig klar, Technik erspart Zeit, ja? Weil Arbeitsläufe beschleunigt sind, weil uns Arbeitsläufe abgenommen werden, weil Prozesse optimiert werden können. Und das würde jeder begrüßen. Ja, das wird auch jeder begrüßen. Und auf der anderen Seite, auch wenn es nur subjektiv, nur ein subjektiver Eindruck sein soll, sozusagen haben viele dieser Elemente oder viele dieser Erfahrungen hinterlassen den Eindruck, das kostet mich wahnsinnig viel Zeit. Ja, ich kann mich noch erinnern, Eltern und Ihnen genauso, früher, als das noch nicht einmal über das Internet abgelaufen ist, sondern wo man zu jeder CD-ROM, mit der man ein Programm aufgespielt hat, so ein 800-Seiten-Handbuch bekommen hat, wo man unter Umständen nachschlagen musste, was das Zeit gekostet hat. Und na gut, nach einem halben Jahr war das Programm veraltet und alles, was man da in dem Handbuch sich mühsam erarbeitet hat, war umsonst. Und das ist sozusagen auch eine Dialektik sozusagen des technologischen Fortschritts. Davon ist heute auch schon die Rede gewesen, was es bedeutet, dass sehr viele Dinge, die wir uns aneignen, Kompetenzen erwerben, Wissen, das wir erwerben, wahnsinnig schnell bedeutungslos wird. Und jetzt versetzen Sie sich in die Situation eines Menschen, und eigentlich sind wir alle in dieser Situation, ja, der weiß, was ich heute kann, was ich heute mache, ist morgen bedeutungslos. Ja, von wegen Quantified Self. Ja. Also so viel an Selbst, an täglicher Selbstkränkung wie ein moderner Mensch, das hat es ja sozusagen selten gegeben. Damit müssen wir auch irgendwo fertig werden und entwickeln wir auch Strategien, um damit fertig zu werden, indem wir sozusagen dieses ständige Abschied nehmen und durchstreichen und vergessen. Das nennen wir dann disruptive Innovation und dann geht es uns wieder gut, eine Zeit lang. Ich hätte mal eine Frage ins Publikum. Wer von Ihnen macht denn berufliche Dinge, bei denen er sich am Stück längere Zeit konzentrieren muss? Wer macht die denn am Abend zu Hause? Ja, ist doch eine erhebliche Anzahl. Es sind nicht gar so viele, wie man gedacht hätte, aber führt mich zu der Frage, hat Technologie vielleicht schon dazu geführt, dass wir unseren persönlichen Produktivitätspeak am Arbeitsplatz schon erreicht, wenn nicht gar überschritten haben? Ich kann da ganz kurz was dazu sagen, weil im akademischen Leben das immer schon anders war. Also für einen Professor, wie das bei uns so schön heißt, gibt es keine Residenzpflicht. Das heißt, ich muss nicht in meinem Büro sein. Ich muss nur zu Zeiten meiner Vorlesung und meiner Seminare anwesend sein und Zeiten der Sprechstunde, wenn sozusagen analoge Kommunikation stattfinden soll. Ansonsten war es immer so, dass man an einer Bibliothek arbeiten konnte, zu Hause arbeiten konnte, in der Nacht arbeiten konnte. Und es gibt auch viele Geschichten berühmter Wissenschaftler, die prinzipiell in der Nacht gearbeitet haben, weil am Tag einfach es zu laut war, ja, oder zu heiß war, wie Sie nachvollziehen können. Das heißt also, Diese Trennung von Arbeitsplatz und Wohnung oder Arbeitsplatz und Freizeit hat in bestimmten Bereichen der Wissenschaft etwa so strikt nie gegolten. Ja, deswegen genieße ich genau diesen Aspekt, dass jetzt sozusagen diese Dislozierung der Arbeit durch die modernen Medien noch besser funktionieren kann. Ja, früher musste ich in die Bibliothek gehen, heute genügt es, egal wo ich bin, dass ich mich in irgendeine virtuelle Bibliothek einklinke und die Dinge lesen und recherchieren kann. Auf der anderen Seite weiß man auch aus dieser Erfahrung von Menschen, die immer schon diese Trennung nicht kannten, ja, dass es auch eine Sache der Selbstdisziplin ist, wie man mit diesen Möglichkeiten sozusagen Arbeiten durchzuführen zu allen möglichen Zeiten, wie man damit tatsächlich umgeht und wie man das wirklich in den Griff bekommt, zumal in manche dieser Möglichkeiten auch so einen Art Suchtcharakter haben, beziehungsweise das Gefühl haben, also ich darf mein Handy wirklich nie ausschalten, denn ich muss ja immer erreichbar sein. Ja? Meine Damen und Herren, schon in der Antike galt der Satz, nur Sklaven müssen immer erreichbar sein. Ja? Wer kein Sklave ist, muss nicht immer erreichbar sein. Man könnte auch sagen, wer glaubt, immer erreichbar sein zu müssen, hat sich selbst zum Sklaven degradiert. Ja? Achten Sie drauf. Als Führungskräfte. Also zur Frage Technologie und Maximierung der Produktivität, ob wir diesen Level erreicht haben. Ich glaube, dass zumindest ist das mein persönliches Erlebnis oder meine persönlichen Erlebnisse,
dass die Verfügbarkeit von Technologie und die Leichtigkeit, mit der sie verfügbar ist, zum Multitasking verleitet. Und dass durch Multitasking Produktivität sinkt und nicht steigt. Das ist meine persönliche Beobachtung. Ich erwische mich telefonierend, auf meinem Tablet arbeitend, meinem Kollegen was signalisierend und dabei aus dem Büro gehend meinen Autoschlüssel suchend. Und ich weiß, dass keine dieser fünf Tätigkeiten genauso effizient, wenn man das in Zeit messen will, abläuft, wie würde ich eines nach dem anderen machen. Der Fehler, die sich einschleichen, den Schlüssel, den ich nicht finde, der Kollege, der mich nicht versteht oder missversteht, was ganz anderes rauskommt, als ursprünglich geplant war, und die Frustration und der Stress, der sich in mir damit aufbäumt. Also ich glaube nicht, dass wir die Produktivitätsgrenze, wenn man das so nennen will, erreicht haben, weil wir nicht in der Lage sind, Technologie in einer Art und Weise zu nutzen, dass sie uns sequenziell unterstützt, sondern wir sind halt der Meinung, wir müssen Multitasking sein. Ich bin es nicht. Beruhigende Botschaft, niemand ist Multitasking. Das war, wie mittlerweile die Psychologie und die Hirnforschung festgestellt hat, einer der größten Irrtümer, denen wir angehangen sind. Unser Hirn kann nicht parallel Informationen verarbeiten, sondern immer nur nachher. Ja? Immer nur nacheinander. Das heißt, wenn wir uns einbilden, Multitasking zu betreiben, bedeutet das nur, dass wir unsere Aufmerksamkeit relativ schnell, aber dann doch von einem zum anderen wechseln und das nicht gleichzeitig machen. Das heißt, wir haben dann immer Konzentrations- und Aufmerksamkeitslücken, egal was wir tun. Und Menschen, die sich im Multitasking fähig halten, ohne es zu sein, wie wir heute wissen, riskieren übrigens auch ihr Leben. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber es gibt eine steigende Anzahl von Unfällen in Städten, die dadurch entstehen, dass Menschen glauben, sie können gleichzeitig auf ihrem Smartphone schauen und etwas tun und eine Straße überqueren. Das geht meistens schief. Und es gibt mittlerweile Stadtplanungen, es ist wirklich interessant, es gibt Stadtplanungen, die eigene Gehwege mittlerweile angelegt hat, rot beleuchtet, rot markiert mit sozusagen Smartphone-Symbol, wo sich sozusagen Menschen, die ständig auf das Smartphone schauen, relativ sicher bewegen können, weil diese Wege so angelegt sind, dass sie die Straßen nicht queren. Das heißt also von wegen Multitasking-Fähigkeit. Nicht einmal diesen einen schnellen Blick auf die Straße, um die Verkehrssituation zu kontrollieren, schaffen wir, wenn wir gebannt sind von dem, was angeblich so wichtig auf einem Smartphone jetzt zu lesen ist. Es ist eh nicht wichtig. Man könnte genauso auf die Straße schauen. Ist dieser Versuch, immer alles gleichzeitig zu tun, ist das ein Generationenthema? Haben Sie den Eindruck, dass jüngere Menschen das noch viel exzessiver betreiben? Ich denke, die Technologien verleiten natürlich dazu. Ja? Also bei uns ist zum Beispiel ein großes Thema bei Vorlesungen, ob man es gestatten soll, oder bei Seminaren, ob man es gestatten soll, dass die Studentinnen und Studenten sozusagen Laptops oder Smartphones oder dergleichen mehr verwenden dürfen. Ja? Natürlich sagen sie, sie verwenden es, um mitzuschreiben. In Wirklichkeit schreiben sie nicht mit, sondern checken ihren Facebook-Account. Ja? Wenn sie einen Facebook-Account checken, hören sie aber nicht, was der Professor vorne sagt. Wenn sie das nicht hören, ja, haben sie dann ein Problem bei der Prüfung. Aber ich gebe zu, die Verlockung, ja, andere Dinge daneben zu tun, ist durch so ein Gerät, weil ich da 20 Dinge noch tun könnte. Ja. Es ist eine Vorlesung, ich kann kommunizieren, ich kann einen Film schauen, ich kann was anderes schreiben, alles das ist möglich. Früher war es auch möglich, ja. Aber da konnte man nur zwei Dinge gleichzeitig tun. Man konnte entweder zuhören oder träumen. Mehr ging nicht. Ja. Er quantifiziert sich selbst. Genau. Ja. Darf ich noch eine Abschlussfrage stellen? Geht noch, oder? Wir haben doch noch 5 Minuten. 5 Minuten haben wir schon. Beatrice, sei nicht so streng zu uns. Ja. Ich glaube, dieser Verlockung ist man doch am Arbeitsplatz, eigentlich ist man nicht nur in der Vorlesung, sondern auch am Arbeitsplatz zuweilen erlegen. Ne? Das ist vielleicht eine Abschlussfrage. Wie wollen wir denn damit in Zukunft umgehen? Müssen wir selber disziplinierter werden? Müssen wir das dann doch wieder technologisch lösen? Das ist eine offene Frage. Bitte immer Sie zuerst. Ganz kurz, ich würde sagen, beides. Ja, also wünschenswert wäre, wenn wir das selber in den Griff bekommen, wenn wir disziplinierter werden. Ja, die Frage ist, wo lernt man Disziplin? Ja? Also Disziplin ist ja etwas, was sehr lange auch in der Pädagogik nicht wirklich gut geklungen hat. Ja?
also ein Lehrer, der Disziplin verlangt, der war ziemlich reaktionär oder ist ziemlich reaktionär. Ja? Denn wir sind frei, wir sind offen, wir sind vielfältig fähig, also warum sich disziplinieren? Und wir merken aber, wir können bestimmte Probleme und Strategien nur anwenden und lösen, wenn wir uns disziplinieren. Das heißt, so kleine Schulen der Selbstdisziplinierung wären sicher ratsam. Und das Zweite ist, ich glaube, dass in der Tat ein Kennzeichen unserer Zeit darin besteht, dass wir Probleme, die durch Technik entstanden sind, nur durch Technik glauben, lösen zu können. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, was heißt, es gibt es ja schon. Ja? Es gibt ja schon die Programme oder die Apps, die man sich draufladen kann, und dann wird dieses digitale Endgerät mal für 3 Stunden gesperrt. Und der Nutzer hat keine Möglichkeit, es einzuschalten. Ja? Das heißt also, es gibt sozusagen genau die Technik, die uns den Gebrauch von Technik sabotiert, damit wir uns auf einzelne Dinge konzentrieren können. Ich habe gerade jetzt, weil ich das immer zugeschickt bekomme, die Werbeeinschaltungen von Amazon, habe ich gerade gelesen, die haben wieder eine neue Kindle-Generation, also E-Book-Reader-Generation herausgebracht, dieser Tage, der beste E-Book-Reader aller Zeiten. Und womit bewerben sie den? Womit bewerben Sie den? Mit dem Slogan, man kann darauf nur ein Buch lesen. Ja? Man kann nicht kommunizieren, man kann keine E-Mails schreiben, man kann keine Filme anschauen. Nein, man kann nur lesen. Ja? Und genau das ist es. Und das ist die technische Variante. Ich habe ein technisches Gerät, aber auf dem kann ich nur lesen. Und da brauche ich gar nicht nachdenken, bin ich multitaskingfähig? Ich kann eh nur lesen. Ja? Und schlafen dabei. Ne? Das ist das Einzige. Offenbart auch eine tiefe Sehnsucht. Darf ich noch ganz kurz? Ja. So offenbart, glaube ich, eine tiefe Sehnsucht. Wir fahren immer gerne nach Osttirol und das Vielgratental, das wirbt mit dem Spruch, kommen Sie zu uns, denn wir haben nichts. Genau. Ich sehe das sehr ähnlich. Ich glaube, dass Technologie die Möglichkeit hat, natürlich 24/7 verfügbar zu sein, aber umgekehrt auch die Möglichkeit hat, einfach nicht verfügbar zu sein. Letztlich liegt aber die Verantwortung beim Menschen. Egal wann und wie Technologie einzusetzen oder nicht einzusetzen. Also ich glaube, es braucht beides. Es braucht den gewissenhaften Umgang mit Technologie, sie auch bedienen zu können, abschalten zu können und auch zu dürfen. Das ist wahrscheinlich auch ein kulturelles Thema, unternehmenskulturelles Thema oder familienkulturelles Thema. Aber letztlich hat die Verantwortung der Mensch. Das ist ein schönes Schlusswort. Schönes Schlusswort, da sind wir uns einig. Vielen Dank, Herr Rawerger. Vielen Dank, Herr Lissmann. Dankeschön. Ja, war wunderbar. Danke sehr. Dann würde ich vorschlagen, dann gehen wir uns das anschauen, was der Herr Zitz am Handgelenk trägt. Ich darf Sie wieder nach drinnen bitten zur Automobilrunde.